nur Leute. Willkommen bei diesem LS25 Map-Vorschau-Video. Es gibt mal wieder Neues von meiner kommenden Karte Sommerfeld. Eine deutsche Karte, die ich schon mal für den LS25 vorbereite. Zurzeit natürlich noch im LS22. Jo, ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal rein. Es gibt für uns was zu tun. Und während da getan wird, erzähle ich euch dies und das und jenes, was ich so gemacht habe und so weiter. Der Hof ist im Prinzip so wie gehabt, aber er ist jetzt funktionierend. Vorher hatte ich einfach Gebäude von meinem süddeutschen Farmgebäude-Pack da schon mal so hingestellt. Und jetzt werden die dynamisch eingebunden. Man kann also beispielsweise eine Tür aufmachen. Man könnte hier auch dieses Ballenlager benutzen. Und schlafen könnte man. Und hier gibt es Kühe. Jo. Der Garten ist noch nicht funktionierend, der steht da einfach nur rum, weil den konnte ich bisher auch noch nicht vorbereiten für den LS25. Aber diese Gebäude hier sind jetzt schon von dem kommenden Pack, dem deutschen Farmgebäude-Pack für den LS25. Jo, jetzt gucken wir hier mal weiter. Ich habe das in einen Zustand gebracht, die Karte, dass man schon mal Landwirtschaft betreiben kann. Also man kann ernten und die Ernte auch verkaufen. Das sind ja erstmal so die wichtigsten Sachen. Und darum habe ich uns auch hier schon mal einen Mähdrescher gegönnt. Und da lasse ich jetzt hier einfach mal den Helfer die Ernte einbringen. Dieses Feld ist auch relativ gerade. Naja, denkt der Helfer nicht. Es steht offenbar schon ein bisschen schräg auf der Karte. Ich habe mich ja darauf verlassen, beim Design der Felder, dass es im LS25 diesen verbesserten Helfer mit GPS gibt. Hier sieht man, was der LS22er Helfer draus macht. Der kennt nur Nord, Süd und Ost, West und ich glaube noch 45 Grad, aber so leichte Schrägen kann er nicht. Ich zeige euch hier nochmal die Felder. Das ist also nichts besonders Exotisches, sondern eigentlich schon noch eine einfache Felderstruktur, so halt der Landschaft folgend und den Straßen folgend, so wie es meistens auch in echt ist, denn in echt ist in den meisten Gegenden, so wie ich das beobachte, nicht so, dass jedes Feld total schief und krumm ist und mit super vielen Bauminseln drin und so, sondern mehr so, man versucht es so rechteckig wie möglich zu machen, aber weil der Weg so und so ist, hier zum Beispiel bei dem Feld 7, das läuft so ein bisschen spitz zu, damit man den Weg ausfüllt und solche Sachen. Und das macht die Felder halt ungleichmäßig. Hier haben wir unser Feld 11. Das ist eigentlich theoretisch schön helferfreundlich, weil es rechteckig ist, aber sitzt so ein bisschen schräg in der Landschaft. Künftig dürfte das kein Problem sein, aber jetzt ist es noch ein Problem. Aber das juckt uns nicht. Diese Ecke da, die lassen wir entweder einfach so oder man kann sie dann auch von Hand wegmachen oder sowas. Jo, wir brauchen jetzt noch einen Anhänger, um die Ernte einzufahren. Und dafür würde ich sagen, fahren wir mal einen kleinen Umweg, dann kriegen wir was zu sehen. So, und während ich unterwegs bin, kann ich euch auch noch mal so das Wesentliche erzählen. So, für diejenigen unter euch, die noch nichts von der Karte Sommerfeld gehört haben, an der ich ja schon ein bisschen gewerkelt habe, wird, wie gesagt, eine Karte für den LS25 und auch die Felder habe ich eben daraufhin angepasst, dass wir einen besseren Helfer kriegen. Es soll eine ganz einfache Karte sein und ich werde versuchen, die so schnell wie möglich rauszubringen. Das heißt aber nicht, dass ich die gleich am Tag des Erscheinens beim Modhub einreichen kann, denn es gibt noch viel zu tun.
wenn ich hier dran arbeite, dann schwanke ich so zwischen, na, da habe ich aber schon einiges Schönes geschafft und oh je, was gibt es noch viel zu tun? Also es wird schon ein Weilchen dauern, bis die soweit ist. Da hinten sieht man einen Schafstall, der kriegt dann auch ein eigenes Grundstück. Und weiter hinten sieht man noch einen Kuhstall, auch mit einem eigenen Grundstück. Und um die Stelle rum ist auch jeweils noch Wiese, dass man da auch Gras für die zum Füttern ernten kann. Und dazwischen sind noch so reine Wiesengrundstücke, wenn man noch mehr Futter braucht. Und die umzäunten Wiesen für die Tiere sind aber schon relativ groß, sodass man da auch ordentlich Tiere halten kann. Da habe ich die Stelle und Nuffmesh von meiner vier Felden genommen. Und wie das im LS25 läuft mit den Tieren und den Ställen und so, das müssen wir ja noch sehen. Weil da kann es noch einiges an Änderungen geben. Hier habe ich jetzt auch den zweiten Hof schon fertig gebaut. Also fertig in dem Sinne, dass die wichtigsten Gebäude schon mal dastehen. Der wird dann natürlich noch viel feiner und eifriger dekoriert. Und da warte ich zum Teil auch auf die Dekosachen, die man auf den Karten vom LS25 findet. Denn da habe ich schon einige schöne Sachen gefunden. Also in den Videos und Bildern habe ich die gesehen. Fahren wir mal hier lang. Ich überlege auch, ob ich hier die Straßen etwas schmaler mache. Weil ich mag zwar breite Straßen, aber ich denke mal, selbst wenn man hier mit dem Mähdrescher durchfährt, ist es noch wie eine halbe Autobahn. Und gerade wenn links und rechts Gras ist, besteht ja auch keine Gefahr, dass man irgendwo gegenstößt. Ich denke mal, die kann ich fast auf die Hälfte der Breite reduzieren. Das ist aber alles kein Problem. Jo, da auf der anderen Flussseite kommen wir jetzt bald an dem Kuhstall vorbei. Je nachdem, wie das mit den Pferden läuft im LS25, werde ich auch einen Pferdestall hier irgendwo hin machen. Wahrscheinlich mehr auf dieser Seite des Flusses. So, wenn man jetzt da guckt, dann sieht man da den Kuhstall. Ja, der hat da noch einen merkwürdigen Huppel in der Wiese. Wie schon gesagt, es gibt noch viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun. Jo, auch hier diese Wiesengrundstücke da links. Da wird noch irgendwie was hinkommen. Ich dachte auch schon an eine Wassermühle. Das würde mir gefallen, vielleicht als Ölmühle. Die würde dann auch am Fluss stehen. Und ja, Wiesengrundstücke, die man kaufen kann und wo man dann halt Gras bearbeiten, ernten kann. So, jetzt nähern wir uns dem Ort. Von hinten sozusagen. Und die Spinnerei habe ich auch schon mal aufgebaut. Die mag ich so gerne. Das ist so ein schönes Haus. Und ich denke mal, die werde ich auch aus dem 22er übernehmen, weil, ja, ich glaube, die ist einfach ein schönes Haus. Die lässt sich schwer übertreffen. Und hier, dieser Bauernmarkt, der funktioniert jetzt auch als Verkaufsstation. Und der Fahrzeughändler auch. Wir haben ja zwei Symbole. Naja, da werde ich schon eins wegkriegen. So, wir brauchen einen Anhänger. Da kaufen wir mal hier den da. Zack, zack. Wo steht er? Was? Hinterm Haus? Ich glaube hinterm Haus, ja. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, wie ich diese große Fläche
optisch verkleinere. Sie soll ja groß sein, damit man da bequem viele Fahrzeuge kaufen kann und in zwei Reihen auch und auch überall schön Platz hat, um von vorne und von hinten dran zu fahren und so. Aber wenn das hier einfach so ein riesen leerer Platz ist, sieht das auch blöd aus. Aber ich denke mal, da wird mir schon was einfallen. Das optisch so ein bisschen zu kaschieren, dass es so ein großer leerer Platz ist. So, wir fahren jetzt hier einfach mal durchs Dorf. Das ist bisher auch nur so, ich habe schon mal ein paar Häuser hingestellt, damit man sich so grob vorstellen kann, aha, hier kommt das Dorf hin. Mehr ist es nicht. Und wer meine Wunzig-Videos und die Alpha-Version von der Wunzig kennt, der kann hier deutlich sehen, ich habe mich da fleißig an der Wunzig bedient. Oi, 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 oi. Ist das hier alles schepp. Und das ist auch Absicht, weil die Wunzig, die ist ja letztlich doch nicht rausgekommen. Und ich dachte mir, wäre ja schade, wenn ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht habe. Und darum werde ich so viel wie möglich von der Wunzig verwenden. Hier diese Läden, die habe ich ja schon dekoriert und alles. Die werden dann auch eine Verkaufsstation sein. Und da hinten das Hotel ist auch eine Verkaufsstation. Hier ist ein Platz für noch irgendwelche Kommerzproduktionen, sonst was alles. Es wird überhaupt etliche Plätze geben, wo halt noch so Produktionsgebäude und sowas drauf sind und Verkaufsstationen. Zum Teil von mir bebaut. Also eine schöne Molkerei kommt noch hin. Da werde ich eins von solchen Gebäuden nehmen und innen einrichten mit so großen Molkereibottichen, die sich drehen und pipapo. Und das wird dann die hiesige Molkerei als Produktion, die man sich kaufen kann. Und also da kommt hier einiges hin. Und es wird auch leere Plätze geben, wo ihr noch Produktionen hinbauen könnt. Ich denke mal, da wird es mehr als genug geben. Hier wird man später noch entlang fahren können, um diese kleinen Läden als Verkaufsstation zu beliefern. Und dieses leicht barock wirkende Gebäude, das wird das Rathaus. Und hier hinten werden halt so, ja, Einfamilienhäuser rumstehen. Und natürlich mit Zäunen und Gartendekoration und allem, was so dazugehört. So, gut, dass wir auf dem Weg zurück zum Hof sind. Na, obwohl die Karte nur leicht hügelig ist, ist das hier doch ein ganz ordentlicher Berg. Das ist so ein lustiges Phänomen, wenn man im Giants Editor etwas macht, was fast gerade scheint, also so nur ganz leichte, zarte Hügelchen, dann hat man im Spiel ein ordentlich bergiges Gelände. Und wenn man im Giants Editor was macht mit freundlichen Hügeln, dann hat man fast schon Hochgebirge. Irgendwie verhält sich das. Es ist nicht so, dass es wirklich anders ist im Spiel. Aber im Giants Editor, vielleicht weil man sich da so schnell bewegen kann, fühlt es sich weniger steil an, als wenn man dann im Spiel mit dem vollen Traktor den Berg hochfährt oder so. Also Traktor mit vollem Anhänger meine ich natürlich. Jo. Das ist hier jetzt das erste offizielle Gameplay auf der Sommerfeld. Und ja, das habe ich schon seit 2 Tagen soweit, dass man geerntete Sachen auch verkaufen kann.
Und ich dachte mir, ah, ich stelle noch ein paar Häuser ins Dorf, damit man sieht, ah, da kommt das Dorf hin. Damit nicht alles so kahl ist. Aber ihr habt bestimmt gesehen, wie viel Arbeit da noch drin steckt. Auch wenn die Häuser schon schön bunt sind, ist da doch noch ein Berg von Arbeit. Wie fahren wir am schnellsten? Ich denke mal, hier lang geht am schnellsten über die Hauptstraße. Was meint ihr eigentlich, wie viele Felder sollte man hier am Anfang haben? 2 oder 3? Oder gar mehr? Bisher habe ich nur 1 eingetragen, aber ich denke mal, 2 sollte man auf jeden Fall haben. Ja, und was die Startfahrzeuge angeht, da sind wir natürlich noch lange nicht. Ach, wir könnten auch hier lang fahren. Upsala. Und da müssen wir dann abwarten, was sich dann im LS25 am besten anbietet dafür. Und ich denke mal, auf jeden Fall ist dieser Massey Ferguson ein geeignetes Startfahrzeug. Dieser Mähdrescher. Ja, und alles andere bin ich noch unentschlossen, weil wir ja auch noch nicht die vollständige Info haben, was so an Fahrzeugen reinkommt. Aber tendenziell würde ich wahrscheinlich eher so deutsche Fabrikate. Da kommt ja dieser Deutz mit der schrägen Schnauze. Ich glaube, das heißt noch anders. Aber so ein Deutz Agrostar in Alter. Ich denke mal, der bietet sich an. So als älteres Modell. Und ja, was haben wir noch? Den Akku White, der ist natürlich kein deutsches Modell. Aber der ist schön kraftvoll für wenig Geld. Naja, es wird eh dauern, bis ich mit der Karte soweit fertig bin, einen Fuhrpark zusammenzustellen. Und da könnt ihr dann ja auch noch reichlich Wünsche äußern. So, verkaufen wir das mal beim Bauernmarkt. Jo, das nächste, was ich hier wohl machen will, ist die Hintergrundberge. Da gibt es aus meiner Sicht noch eine ganze Menge zu tun. Also die will ich nicht komplett neu machen, aber nochmal komplett überarbeiten. Dass erstens mal möglichst die Auflösung von der Gesamttextur besser ist. Dass hier im vorderen Bereich das besser aussieht und so in sich stimmiger ist. Und dann dachte ich, ich könnte auch schon mal Bäume drauf machen und auf die flacheren Stellen mache ich so Feldtexturen, dass man den Eindruck kriegt, ah, da hinten geht es weiter. Vielleicht setze ich auch schon mal das eine oder andere Dummy-Dorf dahin, damit man den Eindruck hat, ah, da hinten geht es weiter. Und ja, das Schöne daran ist, das ist was, was ich wahrscheinlich komplett schon machen kann für den LS25. Das muss ich dann praktisch nur in den LS25 reinholen, wenn ich mit der Karte anfange. Und wenn das dann schon praktisch fertig vorbereitet ist, sieht es wenigstens außenrum schon mal richtig gut aus. Inwieweit ich das, was ich ansonsten gemacht habe, nutzen kann, das werde ich erst noch sehen. Ich denke mal, ich kann da schon einiges nutzen. Natürlich meine Gebäude kann ich wohl nutzen und wahrscheinlich auch, was ich da an Grundstücken eingetragen habe und die sogenannten Splines für den Straßenverlauf.
kann ich schon mal ja importieren und dann auch entsprechend nutzen, hoffentlich. Aber es wird auch noch sehr, sehr vieles zu tun geben, egal wie weit ich hier jetzt komme. Da muss ich mich dann halt überraschen lassen, wie viel Aufwand der Umbau noch ist. Okay, das war's mit dem aktuellen Stand zu meiner Karte Sommerfeld. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.